Die 16. Station. Adolf von Hansemann, Unternehmer und Bankier. Adolf Hansemann wurde 1833 als Sohn des Bankiers David Hansemann in Aachen geboren. Er machte in Hamburg eine kaufmännische Lehre und leitete danach zusammen mit seinem älteren Bruder Gustav eine Tuchfabrik in Eupen. 1857 wurde er in die Geschäftsführung der Diskontogesellschaft berufen. Nach dem Tod seines Vaters wurde Adolf Hansemann alleiniger Geschäftsführer der Diskontogesellschaft. Unter seiner Führung entwickelte sie sich zur größten Privatbank des Kaiserreichs und war als Universalbank auf Aktienbasis ein völlig neuer Banktyp, der auch internationaler Konkurrenz gewachsen war. Sie wurde eine der renommiertesten und angesehensten Banken in Europa und ihr Einfluss und ihre Macht waren sprichwörtlich. Für seine Verdienste bei der Finanzierung der Kriege von 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870-71 gegen Frankreich wurde Adolf Hansemann 1872 von Kaiser Wilhelm I. in den erblichen Adelstand erhoben. Während des Gründerkrachs von 1873 erwarb er neben anderen auch die Konkursmasse von Eisenbahnkönig Bethel Henrich Strussberg. Die rasche Industrialisierung des neu gegründeten Kaiserreichs verlangte nach frischem Kapital, das die Diskontogesellschaft bereitstellen konnte. Vor allem bei der Finanzierung des deutschen Eisenbahnnetzes engagierte sich Hansemanns Bank. Von Hansemann hatte auch großes Interesse an den kolonialen Bestrebungen Deutschlands. Er war von China fasziniert und sammelte Literatur zu diesem Thema. Schon im Jahre 1901 bezeichnete er China als den Zukunftsmarkt Deutschlands. Seine vielfältigen geschäftlichen Unternehmungen machten Adolf von Hansemann zu einem der reichsten Männer des Kaiserreichs. In seiner pompösen Doppelvilla im Berliner Tiergarten und auf seinem im Schenkelstil gebauten Schloss Dwarsieden auf Rügen verkehrte die damalige High Society. Selbst Kaiser Wilhelm II. Gehörte zu seinen Gästen. Neben den Immobilien auf Rügen und in Berlin besaß von Hansemann noch zwei riesige Güter im Osten Deutschlands. Verheiratet war Adolf von Hansemann mit der Gräfin Ottilie von Kusserow. Ein Sohn und eine Tochter gingen aus dieser Ehe hervor. Am 8. Dezember 1903 starb Adolf von Hansemann. Er wurde in seinem Familienmausoleum hier auf dem alten St. Matthäuskirchhof beigesetzt. Die Grabanlage ist die weiträumigste auf diesem Friedhof und eine der größten und schönsten in Berlin. Auch seine Frau und sein Vater haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Friedrich Hitzig hatte diese imposante Ruhestätte mit dorischer Säulenanlage 1876 geschaffen. Von Walter Ende wurde sie 1901 erweitert. Sie lässt erahnen, wie vermögend Hansemann gewesen sein muss. 1829 schloss sich Hansemanns Diskontogesellschaft mit der Deutschen Bank zur Deutschen und Diskontobank zusammen. Aus dieser wurde dann 1937 die Deutsche Bank. Diese ermöglichte auch die im Jahre 1986 durchgeführte grundlegende Restaurierung der kompletten Anlage. Eine Gedenktafel am Eingang erinnert daran.